Meleks Schilderung, sie ja. Waren dabei. Woran erinnern Sie sich? An totales Chaos. Erst dachten alle, es hätte irgendeinen Unfall gegeben. Aber Pritchard bekam keine klaren Bilder rein und die Kommunikation war zusammengebrochen. Und dann hörten wir die Explosionen. Und bis wir wussten, was uns da getroffen hatte... Waren sie schon weg. Wer immer sie waren gut, Jensen. Spezialeinheit, würde ich sagen. Profimäßig durchgeführt, auf jeden Fall. Ich habe über das Motiv ihres Angriffs nachgedacht. Was sie wirklich wollten. Ist das nicht offensichtlich? Sie wollten nicht, dass wir nach Washington gehen. Nein, das war Zufall. Eine Anhörung kann man verlegen. Jemand anders kann Megans Ergebnisse vorstellen. Das sehe ich anders, Jensen. Sie haben ihr gesamtes Team ausgeschaltet. Declan Faraday, Vasily Sevchenko, Nia Colvin, sogar Eric Koss. Die Labors, in denen ihre Leichen gefunden wurden. Bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, ich weiß. Der einzige Grund, warum sie davongekommen sind, war, dass die Stützmauer eingestürzt ist. Das hat ihr Leben gerettet, ob sie es glauben oder nicht. Der ganze Angriff diente also nur dazu, Megans Forschung zu zerstören. So sieht's aus. Mr. Sarif hofft darauf, alles zu rekonstruieren. Aber das kann noch Monate dauern, falls er die Firma so lange solvent halten kann. Tja, das wird auch erklären, warum sie den Typhoon zu verkaufen wollen. Ich würde sie finden, Malik. So oder so. Ich glaube Ihnen. Und damit Sie es wissen. Wenn es soweit ist, halte ich Ihnen den Rücken frei. Ich weiß das zu schätzen, Malik. Aber jetzt... Müssen Sie den Typhoon ins Tech-Labor bringen. Okay, bis später dann. Ach, und Jensen, der Boss will einen Bericht unter vier Augen in seinem Büro, sobald der Typhoon in Sicherheit ist. Verstanden. Gute Nacht, Malik. Also, Deus Ex ist ja das Spiel der Verschwörungstheorien und. Und das ist ja, da könnte man sich natürlich einiges zusammenreimen, weil die Leichen waren bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Wir wissen, dass der eine Typ einen Körper über sich, einen Körper über seine Schulter getragen hat, als wir gerade gegen die Wand gehauen haben. Das haben wir ja gerade so noch gesehen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das hier für eine Tür ist. Die sehe ich zum ersten Mal. Ich hoffe, ich kann mir das merken, dass es die gibt, weil dann könnten wir die uns eventuell nochmal bei Gelegenheit angucken. Ja, auf jeden Fall, das ist einfach sehr seltsam und ist mysteriös, könnte man fast sagen, was da vorgefallen ist. Was sagen die eigentlich dazu, für das wir gelöst haben? Schaden, Adam. Wenn das so weitergeht, wird die UNO die Regulierung der Industrie beschließen. Oh. Und das wäre das Ende von Sarif Industries. Als ob sich daran jemand halten würde, an die UNO. Ich bin echt gespannt, was die Humanitätsfront diesmal sagt. Lehnen Sie sich mal schön weiter gegen den Stromkasten, das ist, wird sicherlich deiner Gesundheit außerordentlich zuträglich sein, kann ich mir nur vorstellen. Ja. Jetzt. Wie sich die öffentliche Meinung gegen David gewandt hat. Als wäre es seine Schuld, dass diese Irren uns immer wieder angreifen. Vermutlich. Ja, die öffentliche Meinung, das ist schon so ein gespannt sein, ob auch der Millionär Hugh Darrow, dessen Erfindungen die Augmentierungstechnologie erst möglich machten, daran teilnehmen wird. Aber die Bildschirme sind nicht viel größer geworden in den letzten Jahren. Das ist ja eigentlich schon mal hervorhebenswert. Hallo? Sie waren dort, in der Fabrik. Was ist passiert? Wie konnte Ihnen dieses Monster entkommen? Monster, Gott. Undankbarer Haufen, wenn Sie mich fragen. Ja, wer ist er? Wie zum Teufel sind diese Puristen überhaupt... Tja, wie sie das gemacht haben, das ist ja wirklich mysteriös. Das sollten wir. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal investigative Ermittlungen betreiben. Wie war denn das jetzt? Also, wir bringen gleich das Teil weg, das ist klar, aber ich überlege gerade, was jetzt als nächstes kam. Ich glaube, es kam ein sehr großer Abschnitt, wo man mehr oder weniger frei schalten und walten konnte, wie man wollte. Aber ist das dann ein eigener Raum, von dem ich nicht wegkomme? Also, da unten? Da kommen wir anscheinend nicht so. Nee. Hä? Hier soll ich vielleicht durch. So, tolle hallo, Arbeit Wachmann. In der Fabrik, Boss. Wünschte, ich wäre dabei gewesen. Aber hier war die Lage auch ziemlich angespannt. Aha. So, jetzt können wir uns nämlich alle Büros angucken und haben auch die Zeit dazu, aber... Sicherheitsstufe 3 können wir, glaube ich, auch nicht hacken, oder? Nee. Okay, gut. Noch können wir hier nicht so viel machen, weil wir haben halt... Wie sich das übrigens rumspricht, hier hochgeheime Daten, das ist irgendwie ein Hacker, aber... Pritchard, da wollte ich gar nicht hin. Hier mögen mich übrigens die Überwachungskameras. Überraschenderweise mein eigenen Sicherheitsbereich kann ich jetzt Sicherheitsstufe 2 kriegen. Kriegen wir die Wissen auf? Ich glaube, ich habe nur eins, oder? Ja. Okay, Hacken müssen wir auf jeden Fall irgendwie bei Gelegenheit mal steigern. Das ist ja sehr schlimm, wenn man hier nichts aufkriegt. Darüber haben Bill Gates und Steve Jobs geredet.
Ich wette, er will ihn überreden, sein Versteck zu verlassen und ein Statement gegen Bill Taggart abzugeben. Darrow versteckt sich nicht. Er arbeitet Tag und Nacht in der Arktis, um die Welt zu retten. Was machen Millionäre, wenn sie sich langweilen? Die Welt retten. Wusstest du das nicht? Ja, diese Millionäre, die retten die Welt. Oder versuchen noch reicher zu werden, indem sie die Welt ins Unglück stürzen. Ist alternativ auch möglich. So, jetzt mal runter. Wie war denn das? Gute Arbeit, Hallo, mit dem Typhoon, Jensen. Hätte mir nicht gefallen, wenn Taggart und seine Humanitätsfront davon erfahren hätten. Sagt der externe Hausmeister von Fixalix. Ja, der weiß aber auch Bescheid. Also, hat sich ja sowas schon rumgesprochen. Hallo. Hab gehört, die meisten Randalierer haben sich friedlich verhaften lassen. Das hätte um einiges schlimmer enden können. Ja, wer bewusst ist, ist meistens recht friedlich. Hallo. Mr. Jensen, das war eine tolle Show bei der Befreiung der Geiseln. Alle reden davon. Oh, Sie sind ein echter Hetzer. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Servicebüro? Nee, ich wüsste doch, wo eigentlich alles ist. Richard. Wissen Sie, ob er noch... Tut mir leid. Ich muss jedes Mal lachen, wenn es so genannt wird. Hat nicht viel mit einem Labor... Ja, okay, das können wir alles unterbrechen. Also, wir wissen ja, wo alles ist. Also, ich weiß das. Der Zuschauer muss das ja nicht wissen. Das reicht ja, wenn ich weiß, wo alles ist. Und hören, wie diese voreingenommenen Experten uns als Monster bezeichnen. Dory, deine Familie hat das Recht auf eine eigene Meinung. Aber sie hat kein Recht, dich wegen deiner auszugrenzen. Sie sehen in mir so eine Art böse Färberin. Sie sagen, ich würde falsche Körperteile ernten und den Schlechtern der Menschheit helfen, ihre finsteren Pläne auszuführen. Es ist schrecklich. Wir wissen alle, wie gespalten dieses Land ist. Der Bürgerkrieg hat Familien entzweit. Genau wie der Irakkrieg, der texanische Separatismus. Oha. Also es ist, glaube ich, viel einfacher, wenn man böse ist und es auch zugibt. Dann hat man es, glaube ich, leichter. Wenn man einfach sagt, ja, ich bin böse. Ich mache das immer so. Ich stürze ja die Welt ins Unglück bei vollem Bewusstsein. Wenn man irgendwie versucht, was Gutes zu machen und dann irgendwie von allen dafür verdammt wird. Ich glaube, absichtlich böse sein ist leichter als unabsichtlich. Leiser Kassan sagt, der Zwischenfall in Milwaukee Junction ist vorbei. Das ist alles. Milwaukee Junction war meine Fabrik, ne? Glaube ich zumindest. Was können wir hier noch machen? Ist das doch ein Hausmeister. Die Leute verbrüdern sich mit den Wichsern, die uns angegriffen haben. Zum Schutz der menschlichen Rasse. So ein Quatsch. Der hat übrigens eine andere Farbe in seiner Uniform als Hausmeister an. Das ist beachtenswert. Ich glaube, wir können uns nicht hinsetzen. Nicht mal aus RPG-Gründen. Schade eigentlich. Aber wir haben sicherlich neue Nachrichten auf unseren tollen Sicherheitshub. Wir können übrigens immer noch nicht... Achso, wir haben keine Geschütze, die wir ausmachen können. Was, die Kameras waren aus? Was ist das denn für eine Sicherheitslücke hier? Unglaublich. Unglaublich. Reden reicht nicht. War im Ernst, hier habe ich nur blablabla. Achso, das ist ja unser Typ hier, das ist der Mann, ne? Der möchte sich revanchieren. Inzwischen, wir wohnen in 3 Stück im Brooklyn Court. Ah ja, den können wir besuchen, den Mann. Und ich will aber wegen dieser... Denzel Mitchell. Der Türcode lautet 1364, ist klar. Also wir müssen mal kurz das Büro von Denzel Mitchell finden. Schade, steht nicht dran. Na gut, das ist jetzt ein bisschen doof, weil jetzt müssen wir nämlich erstmal alle Türen ablaufen und gucken, ob da irgendwo Denzel Mitchell dran steht. Hessa Stichner, Michael... Oh, war die Tür ist offen? Cool. Hallo. Ich habe gehört, Sie haben das Problem in der Fabrik gelöst, Adam. Gute Arbeit. E-Book. Eisen und Schatten. Herz und Stahl, auf der anderen Seite ist Meredith, bla bla bla. Schönes Buch. Ein Opti. Er war bereits gegangen. Schön, also, wer es gelesen hat, ich... kann mir nicht ganz rekonstruieren, worum es da ging. War wahrscheinlich eine Liebesgeschichte, wie immer. So, wie heißt der Typ und was mit Mitchell, ne? Also eigentlich komisch, dass die Leute da keinen Namen haben, die in den Büros rumhängen, weil die Namen sind ja eigentlich quasi schon erschaffen. Die stehen da draußen dran, ne? Bill Tobel, Karl Dingens. Ich glaube, der wurde im 1. Stock, der Mann. Bin ich jetzt schon einmal rum? Ne, hier ist mein Sicherheitsbüro, ne? Denzel Mitchell, mein Gott, der wurde direkt gegenüber von mir. Ist ja unglaublich. 1364. So, gucken wir mal, was der gute Denzel Mitchell für Daten hat. Ja, auf jeden Fall ist mein E-Book. Global Politics Review, Ausgabe 2026. Im Angesicht des Drachen, bla bla. Aha, Chinas Erschließung. Ja, die Chinesen sind hier ganz groß im Vormarsch. Und ein Computer, der ungesichert ist. Mercury Instant Messaging, das steht hier im E-Mail-Postfach, oder was? Krass, 2 neue Mails übrigens. Wir können das heute nicht in die Fabrik reisen. Da steht für die schicke Random-Jensen rein, der ist krankgeschrieben. Aha. Wurde automatisch ins... Aha. Loreboy? Aha.
Hey Danny, können Sie mal bei Gelegenheit vorbeischauen? David hat mich blablabla, großzügiges Vermögen abzulehnen. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, bla bla bla. Ja, ja. Geben Sie Ihr Passwort und Ding ins Moment nicht weiter. Ja, das hat es auf jeden Fall total gebracht hier bei. Oh, verdammt, lag nicht vorhin schon mal so ein. Also, wenn ihr irgendwie bei Denzel Mitchell irgendwie mal nach Hinweisen gucken, dass der Neuroprozin klaut. Neuroprozin ist übrigens die Substanz oder die Droge, wie auch immer, also, die dafür sorgt, dass diese Organe, die man sich da einbauen kann, dass sie nicht abgestoßen werden. Oh, kick mal in der Schau. Ein PDA. Hochinteressant, so ein PDA. Die lässt man ja auch mal rumliegen. Vor allem, wie viele PDAs hier alle Leute haben. Einer wischt die andere? Nö, nö, nö. Wissen Sie, Danny, für den Rechtsverdreher sind Sie ziemlich cool. Danke, dass Sie den Auftrag gecheckt haben. Ich hätte ja selbst gemacht, aber Service Tussi hat mich schon lange auf den Kieker. Wenn sie mich erwischt hätte, wäre ich erlegt gewesen. Sie wissen, dass sie Kusio-Implantate hat, oder? Was sind Kusio-Implantate? Aber egal, nach allem, was Sie mir erzählt haben, bin ich sicher, dass Mika Pein hinter diesen Diebstählen steckt. Sie haltet im Einkauf, tippt die Aufträge, bevor Mark Jules sie abzeichnet. Ist ein Kinderspiel, sie danach zu frisieren. Sie hat bis Donnerstag frei, ich muss also nur vorher in ihr Büro. Snake hat mir den Code für das benachbarte Büro gegeben, Zimmer 27, 4145. Von dort komme ich durch die Lüftungsschächte ins Büro. Keine Sorge, ich verklage sie nicht, wenn das schief geht. Könnt ihr da einmal umbringen. So, was? Die Büro... meinen wir die Büros hier? Nee, oder? Büro 27. Ist das auch hier? Accounting and Purchasing. Das sind, glaube ich, die Etagen. Das Marketing ist an der Construction und Research and Development auch. Ach ja, richtig, das ist ja. Da gab es ja einen kleinen Zwischenfall. Achso, wir sind hier im ersten Stück. Das Gebäude ist also noch viel, viel, viel größer. Es war also gar kein Keller, wo wir vorhin durchgefahren sind, sondern. Da war es nochmal? Verdammt. Shiny Ferret. Aha. Hackernet.det. Genau. Ich würde mir auch eine E-Mail-Adresse bei Hackernet.det machen. Natürlich. Das Det steht wahrscheinlich für Detroit. Obwohl, da gab es letztens eine Erweiterung. So. Zimmer. Wie heißt sie? Mika Pine. Alles klar. Zwei müsste ja eigentlich in der zweiten Etage sein. Ist das jetzt überhaupt hier oder interpretiere ich das schon wieder falsch? Ich meine, ich habe ja den Zugangscode für das Büro daneben und nicht für das direkt. Also, aber ich muss ja trotzdem erstmal das Büro von Mika Pein finden. Tolle Arbeit in der Schule. Jungs. Ja, vor der Nutri-Klinik, große Demonstration. So, hier mal wieder Dennis Mitchell. Oh Mann, ey. Tim Carella. Heza Stitchner und Mitchell Kutschner. Ich glaube, das ist das Klo. Männer oder Frauen? Okay, ich glaube, das rechte ist das Frauen- und das linke ist das Männer-Dings, weil breite Schultern und so. Alter Schwede, diese verdammten futuristischen Renaissance-Dingensbummens. Immer noch Hyo-Dero. Symbole wollte ich eigentlich sagen. Wir können nicht so lange rennen, das ist so unglücklich. Wir können es immer noch nicht unsichtbar machen, fällt mir ein. Also ich muss mal kurz gucken, ob hier irgendwo die Frau wohnt, die wir suchen. Farida Malik, ach, die wohnt hier. Da hat leider ihr Büro abgeschlossen. Schade eigentlich. Außerordentlich schade, so ist das Tech-Lab. Ja, ich glaube, da gehen wir gleich rein, weil ich habe jetzt eigentlich keine Lust, hier ewig rumzusuchen. Ich glaube, das ist hier auch gar nicht. Oder? Mika Pein, doch, tatsächlich. Es ist hier. So, und für die Tür haben wir ja den Code. 4145. Zack. Das ist übrigens eine Quest, die nicht mal ausgewiesen ist. Also wir machen die hier gerade, ohne dass wir irgendwelche Questziele haben. Es tut mir leid, ich wollte nur sagen, dass vielleicht ein Fehler gehört hat, dass er den. Wir haben Andy Offson, den nie gesehen. Willst du nicht, man könnte noch leben? Sie war schließlich auch deine Freundin. Aha. Wir haben eine Vergünstigung. Jo. Die wollen ihn überstreichen? Ach du Scheiße. Überstundenregelung. Ja, ja, da wäre ich auch nicht so ganz erfreut drüber, muss ich sagen. Was haben wir hier noch für ein Buch? Oh, Gelehrter. Yay. Die Neuralknoten, Entwurf einer neuen Generation von Hugh Darrow. Bla, bla, bla. Kann man sich auch schön durchlesen, wenn man möchte. Ging da irgendwie darum, wie der Hugh Darrow, der hat ursprünglich diese Implantate erfunden hat, weil der ist nämlich Rollifahrer. Der hat sich da selber ein bisschen ausgerüstet. Das ist auch ganz lustig, weil er gehört nämlich zu einer bestimmten Prozentgruppe, bei dem diese Implantate gar nicht einbaubar sind. Da regt er sich ein bisschen auf. Er hat die zwar erfunden, weil er sich ursprünglich selber helfen wollte, aber er kann die halt selber nicht nehmen. So, Urlaubsanträge. Sie haben Antrag genommen, wären alles andere als Urlaub gewesen. Wie schwer es Ihnen fällt, auch nur in der Nähe ist, sowas hätte ich gehört. Bla, bla, bla. Gute Sicherheitsmaßnahmen. David Seraph. Ja, belastendes Material hat sie schon mal nicht im Computer, was ja auch ganz sinnig ist, aber ist auch nur Geld. Also schön, dass ich hier als Sicherheitschef meine Mitarbeiter beklaue.
Aber eigentlich sollte ich doch hier angeblich um was finden, oder? Die Tyrannei der Biologie. Es gibt hier erstmal Gelehrter 200 dazu. Protokoll eines Seminars. Unmutsbekundung mehrerer aufgepasster Teilnehmer unterbrochen. Da überrascht blickt er auf, lautes Klopfen. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, bla bla bla. In der Tyrannei der Biologie überwunden werden und ein Quidditch-Chip. Schön. War die Tür schon immer offen? Nee. Verdammt. Ja, aber irgendwie, weiß nicht. Zum Glück stört sich auch keiner daran, wenn hier der Sicherheitschef durch die verschiedenen Büros durchstrauchelt, Türen knackt oder wie die Passwörter von allen Privatbüros kennt, weil ich glaube nicht, dass er die kennen dürfte. Kann ich mir was nicht vorstellen. Ja, aber leider ist hier auch nicht so richtig datentechnisch was zu finden. Nö, hier ist noch so ein, das ist eine Schublade, nur Geld drin. Ist doch, glaube ich, nicht die erste Schublade. Ich habe wahrscheinlich einige übersehen. Na gut, gehen wir jetzt erst zum Tech-Labor, reden wir nochmal Runde mit Pritchard, dann mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Ist schon wieder verdammt spät geworden. Hallo Pritchard. Na, wenn das nicht Mahatma Gandhi persönlich ist, der uns da mit seiner friedliebenden Anwesenheit beehrt. Wenn es um den Taifun geht, ich kümmere mich in einer Minute darum. Hören Sie, Pritchard. Ich habe nicht meinen Hals riskiert, damit Sie das Ding jetzt in einem Haufen Prozessoren verlieren. Wow, na, da kennt sich aber einer aus. Denken Sie nicht, nur weil Sie die Sicherheitssysteme so schnell gehackt haben, sind Sie jetzt der große Computerguru. Es gibt einen Grund, warum ich den Taifun noch nicht untersuchen kann. Und der wäre? Nur zu Ihrer Information. Ich mache gerade eine Analyse der Sicherheit unseres Netzwerks und unserer Router, um rauszufinden, woher Sanders Hacker unsere Codes hatte. Ich hätte gedacht, die erste Frage wäre, wessen Codes es überhaupt waren. Außer Sie wissen das bereits. Beschränken Sie sich darauf, Türen einzutreten und Leute umzulegen, versuchen Sie nicht, meinen Job zu machen. Ich garantiere Ihnen, dann kommen wir besser miteinander aus. Ah ja, wir haben übrigens 2 Praxispunkte erhalten. Oder sogar 3, so genau weiß ich das nicht. Nee, nur 2, schade. Na gut, dann, guck mal, unser Herz. Achso, Rumpfaugmentierung. Na gut, dann können wir jetzt auf jeden Fall die Unsichtbarkeit machen. Die ist mir echt wichtig. Gleich als erstes. Achso. Die Verbesserung kosten jeweils auch nur noch 2 Punkte. Na gut, die machen wir halt danach. Ja, das wäre halt die gepanzerte Haut, also. Durch EMP-Granaten. Ja, das ist nicht so wichtig. Also wichtig ist halt bloß das da. Nö, wo ist denn die? Es gibt hier irgendeine Verbesserung, die verhindert, dass man Reflexverstärke. Lässt sich neutralisieren, was ist situationsabhängig? Ich glaube, das war das Umhauen. Das war auch gar nicht mal so unwichtig. Schleichoptimierung, ja. Was haben wir denn hier alles? Regeneriert Gesundheit. Yay! Cardioverter Defibrillator. Angiogese, Protonen, Proteine, regeneriert Gesundheit. Aha. Krasse Sache, oder? Was ich so alles eingebaut habe. Techlab. Alter, wie viele Zettel hier rum? Lesen können wir davon auch keinen einzigen. Oder warte mal, vielleicht habe ich die Texturdetails vielleicht ein bisschen niedriger? Aber eigentlich sind die auf Maximum. Sollten sie eigentlich sein. Texturfilter? Naja, Texturfilter ist ja was anderes als Texturdetails. Na gut. Also die Optionen halten sich, man sieht übrigens, die Optionen halten sich relativ in Grenzen, also so von der Auswahl her. Man kann zwar außerhalb des Spiels noch ein bisschen was machen, aber naja, gut. Gut, also die Texturen gehen einfach nicht schärfer, nehme ich jetzt einfach mal davon an. Grundlagen der neuralen Plastizität, bla bla bla, habe ich das nicht schon gelesen? Na gut. Gott sei Dank muss ich die nicht alle mitnehmen. Sonst habt ihr die nicht im Inventar, müssen sie dann lesen. Ja, er hat hier immer noch seine Röhrenmonitor. Wo hat er eigentlich Röhrenmonitore her? Mal ganz ehrlich. Ist ja ein Wunder eigentlich. Aber er hat vor allen Dingen noch eine richtige Tastatur, auch wenn sie leicht beleuchtet ist. Viele Leute tippen mir auf ihren Bildschirm rum, wo ich eigentlich Touchscreen total ungeeignet finde, wenn man auf irgendwas schreiben möchte oder so. So, ich stelle mich da mal irgendwo günstig hin, damit ich weiß, was ich nächstes Mal zu tun habe und mache dann mal erstmal eine kleine Aufnahmepause. Achso, vorher können wir uns ja noch unsichtbar machen. Wir sind unsichtbar, auch wenn man es gerade nicht sieht. Na, jetzt sind wir nicht mehr unsichtbar. Schade eigentlich. Na gut, rumschleichen wirkt vielleicht ein bisschen verdächtig. Dann bis zur nächsten Aufnahme.